Eine weitere Art der mechanischen Energiespeicherung ist der Einsatz von Druckluftspeichern. Das heißt, dass man die Luft komprimiert durch die Zuführung von elektrischer Energie und zur Energiegewinnung die komprimierte Luft wieder expandieren lässt, dabei einen Generator antreibt und rückverstromt. Wie sieht also das Grundprinzip aus, dieser Druckluftspeicher oder im Englischen abgekürzt mit CAES für Compressed Air Energy Storage? Wir haben also die Kompression, die Zuführung der Luft. Dann haben wir die Kompression der Luft durch die Zuführung von elektrischer Energie. Hier kommt also die Umgebungsluft bei einem Bar Druck. Sie wird komprimiert und wird dann in einen Druckluftspeicher, typischerweise in unterirdische Kavernen, gegeben. Wir haben hier den Druckluftspeicher, bei dem die Energie dadurch gespeichert wird, dass die Luft komprimiert wird, auf höhere Drücke gebracht wird. Das sind Drücke im Bereich von 40 bis 70 Bar. Das ist so die Größenordnung der Druckluft. Wenn die Energie nun rückgewonnen wird, was passiert? Man gewinnt die Luft dadurch, dass man sie expandieren lässt, eine Turbine antreibt, einen Generator antreibt, also die elektrische Energie wieder gewinnt und wir dann die Luft bei Umgebungsdruck wieder abführen. Bei diesem Prinzip handelt es sich um einen sogenannten diabatisch arbeitenden Speicher, diabatischer Speicher, weil die Wärmemenge, die freigesetzt wird bei diesem Prozess, nicht gespeichert wird. Durch die Kompression entsteht Wärme und diese Wärme entweicht ungenutzt. Umgekehrt, wenn die Druckluft nun expandiert, muss Wärme zugeführt werden von außen, dadurch den Expansionsprozess, dass die Luft abkühlt, es zu Kondensation kommen kann, um dies zu verhindern, muss von außen noch Wärme zugeführt werden, damit es nicht zu Kondensation kommt. Die Alternative ist ein adiabatisches Speichersystem, also der sogenannte adiabatische Druckluftspeicher, der auf dem gleichen Prinzip beruht, jedoch die Wärme, die frei wird, zwischenspeichert, um sie dann beim Entladen des Speichers zu gewinnen. Das heißt, wir haben wieder die Luft, haben nun die Kompression mit der Zuführung der elektrischen Energie, nutzen nun die Wärme, die zwischengespeichert wird in einem Wärmespeicher. Das heißt also, die bei der Kompression frei werdenden Wärme wird also zwischengespeichert in einem Wärmespeicher und die Luft wird dann in einer Kaverne wieder gespeichert. Und bei der Rückgewinnung der gespeicherten Energie wird also nun diese gespeicherte Luft, die gespeicherte Wärme aus dem Wärmespeicher wieder zugeführt, um die Luft vorzuerwärmen, um dann die elektrische Energie nutzen zu können. Das erhöht den Wirkungsgrad, also diese adiabatischen Druckluftspeicher haben einen Wirkungsgrad von ungefähr 70%. Das heißt, also, wenn man die Wärme entsprechend effizient speichern kann, führt das zu einer Steigerung des Wirkungsgrads auf 70%. Jetzt ist es so, dass diese Druckluftspeicher in der globalen Energiespeicherung oder in den Energiesystemen eine untergeordnete Rolle spielen. Das liegt einfach daran, dass die geologischen Kapazitäten nicht ideal sind, dass die Kosten verhältnismäßig hoch sind für diese mechanische Energiespeicherung. Der Aufwand durch die Zwischenspeicherung der Wärme entsprechend groß ist, sodass sich das wirtschaftlich
nicht als attraktiv herausstellt, Druckluft zu speichern, auch wenn das Grundprinzip natürlich technisch sehr einfach ist, durch die Kompression der Luft und die Expansion der Luft. Dennoch ist es wirtschaftlich im Vergleich zu anderen Speichertechnologien nicht attraktiv, auf Druckluftspeicher zu setzen. Da ist auch kein großes Potenzial zu erkennen, was die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder des technischen Wirkungsgrads angeht, sodass die Druckluftspeicher auch in Zukunft eher eine untergeordnete Rolle in künftigen Energiesystemen spielen werden, und keine zentrale Rolle einnehmen werden.